Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Hier ist wieder der Marci. Ja, vom Rossi gibt es ja nicht so viel zu sehen. Und ja, heute gibt es mal wieder ein Video von mir seit einer Woche. Ja, vor einer Woche habe ich ein Nachrichtenvideo gemacht oder halt so ein Special gemacht, was in den nächsten Tagen so passiert oder in den nächsten Wochen. Und ja, letzte Woche habe ich nicht bekannt gegeben, dass heute, also an dem Samstag, 9.8., was stattfinden wird. Das habe ich nicht angekündigt. Das wurde jetzt auch spontan ja alles entschieden, dass wir das jetzt durchziehen werden. Und das ist ein Turnier von Bas Dieter und mir. Nicht von mir direkt, aber eher von Bas Dieter, der das alleine erst gegründet und dann bin ich dazu gestoßen heute. Und ja, und dieses Turnier ist ein Eishockey-Turnier im Habbo Hotel. Das wird so eine kleine Staffel sein über ja, so 3, 4 Folgen, die ich da aufnehmen werde. Also heißt auch, dass ich Spiele machen werde, die ich aufnehmen werde halt. Und ja, das ist dann die vorletzte Staffel, also die letzte Staffel vor Top 11. Und die Regeln dazu sind, 2 mal 5 Minuten werden gespielt. Wer 5 Sekunden auf dem Puck steht, bekommt eine gelbe Karte. Bei der ersten Verwarnung gibt es erstmal keine Karte, bei der zweiten dann die gelbe Karte. Und ja, mehrere Strafen gibt es nicht. Es gibt auch keine Nachspielzeit. Es gibt nur, ja, die Zeit wird halt angehalten. So, jetzt kommen wir ja mal zu den Gruppen hier. Die habe ich jetzt hier auch stehen. Ja, es gibt zwei Gruppen. Drei Teams und in B gibt es auch drei Teams und die spielen, also es gibt drei Partien in einer Gruppe, das ist auch leicht erklärt und die ersten zwei qualifizieren sich, also von Gruppe A die 1 und von Gruppe B die 1 qualifizieren sich für das Finale, das am Sonntag dann stattfinden wird. Ich werde wahrscheinlich Spiel um Platz 3 oder so aufnehmen, das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall die beiden zwei. Also die beiden, die Zweiter geworden sind, die treffen sich dann im Spiel im Platz 3. Und ja, das wird dann, denke ich mal, richtig spannende Spiele, weil Eishockey so direkt, das hat man auch noch nicht gemacht, finde ich. Und ja, da sollte man mal einschalten. Wer sowas mal sehen möchte, kann das ruhig machen. Das ist das erste Video. Bastita hat noch kein Video gemacht, wird aber kommen und das werde ich dann auch alles verlinken. Schön hier als Staffel. Das werden richtig viele Spiele, denke ich mal, so über, ja, das werden insgesamt 8 Spiele sein und die werden wir alle aufnehmen. So, und das erste Team, ich werde jetzt die Teams reihenfolgen, also hier mal aufzählen, wer im Team ist und wie die heißen und so weiter und so fort. So, in Gruppe A spielt Ne, wir machen das mal anders. Also, erstes Team Super Homies mit Quatera Armerti und Nico 1437. Die spielen beide in Gruppe B. Bi Blibla Blue mit Chani Love, Lenny Chan, Toasty gleich Ban spielen in Gruppe A. BVB mit Sven, Lunibar, Jean minus Luz 10, die spielen in Gruppe B. Red Tigers, also das vierte Team mit Schiller 15, Ausrufezeichen, Komma P, Ausrufezeichen, Punkt H, I, Punkt, Ausrufezeichen Q und Schalang 7 spielen in Gruppe A. Das fünfte Team Power Girls mit Minzy, Kuschel Josie, Sweet Jaco spielen in Gruppe B und das letzte Team The Fighter mit Tolga 123 Mond, Platinplatte, Komma, Henry Coolio und Jeep, die spielen auch in Gruppe A. Nee, doch, The Fighters. Doch, stimmt so.
Das sind die Gruppenkonstellationen. Also diese Habos, die könnt ihr auch in der Suche eingeben, vielleicht die adden und zusammen könnt ihr auch vielleicht die Spiele angucken in den Stadien. Wir lassen erst die Teilnehmer rein, dann die Zuschauer. Also morgen soll ein schönes großes Event werden von 20 Uhr. Also 20 Uhr beginnt das und das geht dann so bis 10 Uhr oder so, bis dann die Gruppenspiele alle absolviert werden. Insgesamt ist die Spiellänge 30 Minuten mit Pausen, aber da kann es locker mal eine Stunde oder 2 Stunden werden, bis das Turnier dann auch zu Ende ist für diesen Samstag. Und der Sonntag, der wird dann auch, das wird dann spontan entschieden. Das könnt ihr morgen dann alles erleben. Da werdet ihr dann Sonntag alles miterleben. Wie spät, das wissen wir noch nicht. Das werden wir alles morgen entscheiden. Wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt einfach mit. Also, das ist dann auch das erste Video zu diesem, ja, wie soll man sagen, zum Turnier. Und nach dem Turnier gibt es dann vielleicht noch mal ein paar Videos so. Und dann gibt es am 23., wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nee, am 24. gibt es dann das erste Top 11 Video. Da bin ich mal richtig gespannt drauf, wie das so wird. Ich hoffe mal, ihr seid auch dabei, wenn das Top 11 Ding beginnt und morgen das Eishockey-Turnier. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir haben es jetzt 1 Uhr in der Nacht und ich bin schon etwas müde. Macht's gut, Leute. Ciao.